Manche Teile ins Gesicht geschrieben, ob das Flugzeug noch heil ankommt. Aber schauen wir uns erstmal den Start an. Leichten Seitenwind. Ja, und Gar kein Problem. Fast 10 Kilogramm in wenigen Metern ab. Unglaublich. Dann schauen wir uns an, was passiert bei der Platzhunde. Die Landung hat das Team die doppelte Länge zur Verfügung. 120 Meter. Stehen sowohl am rechten als auch am linken Platzende jeweils ein Linienrichter, der die entsprechenden Kommandos auf dem Innerhalb des Bereiches den Boden berührt und einen Touchdown macht. Das Flugzeug darf über die Begrenzung hinaus rollen, allerdings nur rollen, nicht hüpfen. Ja, ich sollte vielleicht sagen, der Motor hat, wie gesagt, mit den 40 Ampere, die da sind, wir haben Blöcke. Normaler Modellflieger bzw. der Motorhersteller empfiehlt diesen Motor für Modelle im Bereich von 1,5 bis 2,5, maximal 3 Kilogramm, um halbwegs vernünftige Steigflüge realisieren zu können. Hier haben wir jetzt 10 Kilogramm, das heißt, da bewegen wir uns in einem Bereich, wo technisch wirklich extreme Kenntnisse vonnöten sind, ein sehr hochwertiges und Hochauftrittsprofil verwendet werden muss. Sieht alles ganz einfach aus, aber das Team hat auch mehrere tausend Arbeitsstunden in dieses Flugzeug investiert. Ja, das wäre ein neuer Rekord. Ich muss dazu sagen, das Team von der Uni Stuttgart, der AK-Modell hat 2009 im Wettbewerb in Portugal gewonnen mit 9 Kilogramm. Es werden jetzt 2 Kilogramm mehr. Und wir sind noch nicht auf Ende des Wettbewerbs. Ja, dieses Team hat gestern bereits 10 Kilogramm erfolgreich. Was macht ihr denn? Ich mach die Brettpasswahl. Perfekt. Und das auch. So, das sieht ja Weltklasse aus. Drücken wir die Daumen, dass er rechtzeitig aufsetzt. Noch aus.